Das sind Katakomben. Nee, nee, Katakomben sind Häuser. Das ist ja unglaublich. Erstmal umgucken. Hier kommt wieder eine Maske rein. Und was ist hier oben? Granaten. Aha. Zwei sogar, also zwei Packs. Ja. So, jetzt schön wieder gerade drauf springen, weil sonst kannst du dich ja nicht festhalten. Ich will da hoch. Ah, und da ist ein großes Tor. Und das ist wohl das Ende vom Level. Schneeleoparden. Hier ist wieder vereist. Ah! Das gibt's nicht! Waren jetzt sechs Stück. Komme ich denn da hin? Oh, was ist denn hier? Da ist die Maske. Sollte die Maske für eine andere Tür sein, ich kann sie ja benutzen, wie ich will. Ich höre Leute. Was tut dies, Leute? Wie kommen die hier hin? Ich habe doch schon am Anfang gesagt, am Anfang des Levels, die müssten ja durch denselben Eingang wie ich gekommen sein. Ja. Meine Automatik ist alle, ich glaub's nicht. Ein kleines Midi-Pack und Uzi. War Automatik. Also Automatikmunition. Schnell speichern. Wird das die kleine Stelle gewesen sein, die mich in diesem Level wieder zur Verzweiflung gebracht hat, also die am Anfang? Und der Rest läuft wieder von selbst. Ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir wirklich wünschen. Seit Italien.
Also Venedig, in jedem Level, in jedem verdammten Level muss ich mal Internet fragen, muss ich mal Internet fragen. Ich hoffe, das ist ein Tomb Raider 3, 4 und ja, den fünften auch nicht so. Aber die kommen ja erst nach Shadow of the Tomb Raider. Und Shadow of the Tomb Raider spielt sich wieder viel besser. Das kann ich zu 1000% Überzeugung sagen. Alles dunkel hier. Wo sind die? Genug Fackeln. Dass ich die nicht durch die Gitter erschießen kann. Ein Schalter. Jetzt sind die Käfige offen. Ah, da ist noch einer. Einer der seltenen Momente, wo man wirklich eine Fackel braucht. Ist noch einer. Ah! Der muss ja jetzt durch die Wand gekommen sein. Tot. Da sind sie, da kommen sie. Es ist noch ein Dritter hier. Ein Vierter. Ein Vierter ist hier noch. Vorher gebe ich keine Ruhe. Ich kann auch nicht mehr durchs Gitter werfen. Da ist der Vierter. Ganz viele Granaten. Ist das ein Zeichen? Dass man die jetzt für einen nächsten Bossgegner bräuchte? Big Mama Yeti? Oh, so viele Medipacks habe ich jetzt schon wieder. Ich muss endlich mal damit sparsam umgehen.
Boah, dieser Husten da. Ich kann Medizin nehmen ohne Ende und dann ändert sich nichts. Jetzt habe ich eine Tür geöffnet. Und mich eingesperrt. Zu. Ne. Ne. Ah, das muss Munition. Wieder Granaten. Wie viel habe ich jetzt? 12. Profis haben schon über 30 zu diesem Zeitpunkt. Das steht hier so auffällig. Kann man? Man kann. Ist das irgendein Unterschied? Guck mal, jetzt ist das Muster genau gleich. Das habe ich gepuzzelt. Ja, jetzt kann die Tür ja nicht mehr zugehen. Und es bleibt offen. Böse! Verdammt. Aha. Jetzt muss ich schon wieder Medipack verbrauchen. Aber aha, da ist ein kleines. Aha. Noch einer. Das lief jetzt besser. Jetzt ist da der Weg frei. Stimmt, das war die Tür. Wow! Wow, das lief jetzt noch besser.
Her mit der Munition. Den Medipack. Kreisbewegungen sind am effektivsten. Gewehrmunition. Diesmal speichere ich, wenn ich da oben bin. So, speichern. So. Nein! Speichern. Darum habe ich schnell gespeichert. Mir gefallen diese großen Areale in diesem Spiel nicht. Fisch! Ich hasse diese Fische. Ich mag Fische nur auf dem Teller. Ah, noch einer. Wo geht's? Hier geht's runter. Ohne Sinn und Verstand. Wow, dass ich das überlebt habe. Da ist eine Leiter. Einen Schritt näher. Oh, wieder ein Sprung. Oh. Also von höher. Oh, ein Geheimnis, ein Drache. Aha. Mal wieder einen gefunden für die Statistik. Na, wo läuft's?
Aber schon auch komisch, warum geht's in Katakomben so Wasser? Katakomben sind doch eigentlich immer so ein abgeschlossener Bereich. In Kirchen liegen da die verstorbenen Priester. Wieder eine verschlossene Tür. Und ja, und diese Katakomben hier sind irgendwie ein Höhlensystem und hier sind auch noch Häuser. Komische Welt. Andere Länder, andere Sitten, sage ich da nur. Oh, am letzten Pixel festgehalten. Dieses Rückwärtsspringen scheint in diesem Level neu dazugekommen zu sein. Na, öffnet sich jetzt das Tor unten? Jupp. Am Anfang sah es noch düster aus mit dem Level. Aber jetzt ist es mein Ziel, das Level zu schaffen. Damit ich jetzt 3,5 Wochen, glaube ich, vor Shadow of the Tomb Raider. Ja, dass ich in den 3,5 Wochen noch das letzte Tibet-Level und die drei China-Level meistern kann. Dann habe ich wieder, ja, kann man aufholen sagen, ich habe am Anfang sehr geschlampt. Aber der Zeitplan, an den ich mich nie halte, kann wieder eingehalten werden. Das sieht jetzt schon wieder mehr nach Katakomben aus. Alt und so. Ich ahne, was kommt. Ein Sprungparcours. Und bloß nicht fallen. Oh, hier ist ein Schalter. Ganz übersehen. Kann ich mit einem weiten Sprung auf diese Schräge? Und dann ist es ja nicht mehr, dann ist es ja nicht mal ganz so tief. So, geht doch. Es geht. Man muss es nur wollen. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob ich was verpasst habe, mache ich einen zweiten Speicherstand und überschreibe das Opernhaus. Grenades. Dass das nicht die Peter wissen.
sieht so auch wieder nach einer Tür aus, ja. So geht das. Das sieht nach einer Falltür aus. Hier muss irgendwas hin, dass ich das da oben auch verschieben kann. Ja, so geht das. Ah, das klappt nicht. Das dauert zu lange. Naja. Dass das kein Tierschützer wissen. Sind die Leoparden in Vierecke explodiert? Eine Menge. Drei Millipacks. Oh, ich muss mir jetzt langsam mal sparen hier, dass das auch so bleibt. Ach, jetzt haben sich nur die Seitentüren hier geöffnet. Also war das auch so mehr ein Geheimnis, dass wir die Items uns nehmen können. Die Tür öffnet sich automatisch. Jetzt schließt sie wieder. Jetzt. Hier geht's dann wieder zurück. Was ist mit der? Warum geht die nicht auf? Wieder ein Rätsel. Die Tür dahinter muss aufgehen. Bestimmt auch wieder irgendwas mit der Zeit. Auf!
Geh auf! Jetzt ist die Tür auch da hinten auf. Warum auch immer. Schnell! Sollte jetzt eigentlich. Ich hätte jetzt eigentlich anders runter gemüsst. Die Katakomben des Talion. 48 Minuten genau haben wir jetzt gebraucht. Besiegt die Gegner 36. Benötigte Munition 895. Treffer davon waren 816. Ich werde immer besser. Benötigte Medipacks 3,5 und eine zurückgelegte Distanz von 4 Kilometer.